Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Teil 2. Hier ist Sigoretti und beim letzten Mal waren wir ja stehen geblieben vor diesem Architekten und wollten ihn mal ansprechen darauf, ob wir unsere Villa nicht noch ein bisschen verschönern wollen. Ja, oder können, das werden wir Buongiorno. auch machen. Salute, Sir Ezio. Ja, Sollen wir uns die Liste Salute. anschauen? Natürlich unbedingt, mein Freund. Was hast du denn da? Was haben wir denn noch alles zu machen? Wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld zur Verfügung. Ja, dann machen wir von oben bis nach unten doch einfach mal alles fertig, oder? Es wird jetzt klar, ganz klar alles mal renoviert. Die Bank muss vollendet werden, unbedingt. Irgendwie steht meine Tastatur gerade ein bisschen doof. So, dann hätte ich ganz gerne auch den Schmied, jawohl. Unbedingt fertig machen hier. Was wir haben, das haben wir. Den Onkel Doktor. Schließlich sind wir schon 2 Jahre hier unterwegs oder mehr und haben noch nicht einmal unser. Au, was war das denn jetzt? Ah, noch so ein Händler. Alles andere ist soweit, wie ich das hier renoviert. Das ist schön. Mehr können Buon wir hier nicht viaggio. machen. Vielen Dank, mein Freund. So, och, das ist aber hell jetzt gerade. Meine Güte, nee, es ist gerade ein bisschen dunkel bei mir im Zimmer und dann so ein heller Bildschirm. Danke. Ach, warte, stopp, 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 stopp. Da waren noch Codex-Seiten, die wir anbringen konnten. Würdest du bitte, Ezio? Auch da wächst jetzt Monte di Giorni's Wert, jawohl. Könnte ich da bitte wieder raus? Danke, mein Freund. 24 von 30. Viele fehlen uns ja nicht mehr, ne? Das finde ich ja gut. Das ist eine gute Ausbeute. Und ich habe noch so ein paar Siegel gefunden. Jetzt weiß ich nur nicht genau noch, welches wir gesammelt haben, aber ist ja egal. Ezio wird uns das schon zeigen, welche wir gesammelt haben und welche nicht. Das haben wir wohl scheinbar schon. Fehlt hier noch eins? Nein, hier fehlt keins. Meine Güte, nee, hatte ich denn gar keine? Hatte ich etwa gar keine Siegel dabei? Scheinbar nicht. Oh, dann habe ich wohl keine. Entschuldigung. Ja gut, ist egal. Kann ja mal passieren, ne? Dass man sowas vergisst, dass man sowas nicht mehr hat. Ezio, würdest du bitte das sein lassen? Das tut ja in den Augen weh. Gut, dann können wir eigentlich die Villa auch wieder verlassen. Das ist wie ein Kletteräffchen, ne? Wie ein Kletteräffchen, sage ich euch. Kleiner Halunke, hast nichts Besseres zu tun, als herumzuspringen, ne? So. Dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob hier der Schmied noch was Neues für mich hat. Sachen reparieren, ja bitte, repariere mir alles, danke. Habe ich überhaupt noch Kohle, um mir irgendetwas zu leisten? Dann schauen wir mal. Was hast du denn? Wir können uns auf jeden Fall diese ganzen Metallsachen, so wie ich das sehe. Ja, und das wären schon die Missaglias-Sachen. Ich glaube, ich guck mal, ob ich damit hinkomme. Erstmal den Brustding hier. Und dann haben wir schon wieder für alles andere keine Kohle mehr. Ich hab's kommen sehen. Tata. Naja, macht nichts. Haben wir schon mal ein bisschen was davon. Das nächste Mal kommen wir wieder vorbei. Eieiei, keine Wurfmesser haben wir die echt. Ach, die haben wir alle ausgegeben bei dem Versuch. Oder was heißt den Versuch? Wir haben es ja tatsächlich hingekriegt, unseren Freund Nun, da euer Geld ist umzubringen. so viel wert wie jedes andere. Ah, will ich doch wohl stark hoffen, mein Freund. Will ich ja wohl stark hoffen. Ich habe ein Elixier auf Oh, labert mich nur so voll von der Seite, ehrlich. Redet nicht so viel. Gut, wir waren aber damit beschäftigt, nach. Wo waren wir überhaupt? Wir waren in Florenz, nein, wir waren in Venedig, meine Güte, genau. Und zwar, wo will ich jetzt dahin reisen? Zur Rialto-Brücke, da sind wir gestartet, da reisen wir auch wieder hin. Das ist ein sehr schöner Ort zum Verreisen. Die Rialto-Brücke in Venedig. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee, ne? Ich persönlich war ja noch nie in Venedig, muss ich ehrlich gestehen. Eine Freundin von mir war schon 2 oder 3 Mal da und der hat es sehr gut gefallen in Venedig.
Ich für meinen Teil war immer nur in Portugal. Was ist mit dir, Ezio? Wo warst du alles? Mein Gott, dauert das lange wieder mit dem Ladebildschirm. Na, macht nichts, da können wir uns unseren Ezio mal so ein bisschen genauer angucken, ne? Ja, ganz nett. Bedenkt, dass die umstrittenen Ländereien im Süden von allem gewerblichen Handel ausgeschlossen werden, bis uns der Heilige Vater. Genau, bis der Heilige Vater was auch immer macht. Ja, jetzt geht es darum, ich glaube, wir fangen einfach mal an, hier die Aussichtstürme so ein bisschen zu synchronisieren. Direkt neben diesem Aussichtsturm geht es dann auch weiter mit der Hauptmission. Und zu diesem Punkt müssen wir jetzt tatsächlich über die Rialto-Brücke, wenn mich nicht alles täuscht. Weil wir kommen jetzt in ein neues Gebiet von Venedig, in dem wir bisher noch nicht so waren. Oh, das ist eine gute Idee. Was auch immer ihr da bewacht, Bleibt hier. Leute, nein, kommt Hui, wie her. tun wir es? Ich will, dass ihr die da ablenkt. Lasst es sie spüren. Genau, lasst es sie spüren. Ah, die werde ich sicher nie vergessen. Noch, da sind nur zwei Goldkisten, aber egal. Ja, genau. Was auch immer. Schade, ich habe eigentlich gehofft, es wäre eine Codex-Seite, aber Blödsinn, die wird einem ja auch angezeigt, ne? Auf der Karte. Ezio, ich weiß, du bist ein kleiner Kletteraffe, aber würdest du das bitte einmal unterlassen? So, und schon können wir wieder raus. Ja, ihr amüsiert euch noch ein bisschen. Oh, genau, gebt mir einen Kuss, Bella Cara Mia. Und ich habe keine Kohle für deine neuen Werke. So schaut's nämlich aus. Okay. Oh, Entschuldigung. Aber der ist da einfach aufgefloppt. Ja. Bruder Antonius Abhandlungen interessieren mich gar nicht. So, kommen wir hier hoch auf diese Kirche? Natürlich nicht. Da unten geht der. Können wir darüber gesprungen? Halte ich, Ezio? Ja, geht doch. Geht doch. Da oben ist auch schon der Aussichtsturm. Gute Sache. Gute Sache, das. Hoch da, mein Freund. Ja. So, der erste Aussichtspunkt in dem neuen Viertel von Venedig, das wir erreichen konnten, ist synchronisiert. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt am besten? Ich könnte, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen, erst einmal hier Aussichtspunkt Nummer 2 direkt dieses Assassinensignal hier holen oder Assassinengrab. Ich glaube, das mache ich. Auch wenn ich jetzt hier gerade direkt neben dieser Hauptmission stehe. Ich glaube, ich möchte das auf diese Art und Weise machen, weil wir haben ja gerade erst noch Hauptmissionen gemacht. Und warum sollen wir jetzt direkt wieder weiter loslegen? Keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Es Ja, gilt besser als ist. heilige Bürgerpflicht, diese Warnung an alle Besucher der erlaubten Republik weiterzugeben. Besser ist, dass ihr die Fische da in der Stadt nicht trinkt, weil, esst. Weil das könnte Bauchweh geben. Bei dem Dreck da in Venedig, in den Gossen. So, wo muss ich hin? Da hinten komme ich rüber. Sehr schön. Komm, Ezio. Hopp, hopp, hopp. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, da hinten ist das. Nein, 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 mein Freund. So, ganz ruhig. Ich habe keine Zeit für. Oh, und hier gibt es auch so eine. Okay, aber von hier komme ich da nicht drauf, glaube ich, ne? Wir können es ja mal versuchen. Hopp, Ezio. Ich wusste es. Komm mal da hoch. Halt dich. Ach, das geht. Das geht, aber noch weiter komme ich nicht hoch, ne? Nee, schade. Okay, lass mal los. Halt dich, mein Freund, der Ezio, weil zwischendurch. Du sollst mir ja nicht ganz nach unten fallen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier hochkommen. So, und zwar hier drüben irgendwoher, wenn mich nicht alles täuscht. Das war, glaube ich, auch gar nicht so leicht, hier hochzukommen, weil das so ein bisschen, ja, buggy ist das nicht unbedingt. Aber das ist schwierig, weil er manchmal nicht so ganz will, wie man selber gerne möchte. So, das habe ich doch nett ausgedrückt, nicht wahr? So, komm, hopp, hopp, hopp.
Du weißt, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Ezio. Es sind schon wieder 10 Minuten rum und ich habe nur noch 5 Minuten, um irgendetwas zu machen. Naja, aber wir haben ja schließlich auch ein bisschen was gemacht. Ey, das ging verhältnismäßig. Nee, da ist es wieder. Jetzt kommt er nämlich nicht mehr weiter hoch, aber mit dem tollen Sprung, den uns Rosa beigebracht hat, geht das. Was klimpert denn hier? Ist das diese Glyphe oder sowas? Ah, schau mal einer an. Ja, jetzt werden sie auch langsam alle ein wenig schwieriger, ne? Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere Kontrolle. Und alles verschwimmt. War es das, mein Freund, oder hast du... Ich halte ein Gewehr. Okay. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin ist wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu. Ich bin im Wald. Jagen. Mond. Ich sehe den Mond. Ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht. Hört, warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Ja. Blutlinien. Ja, Datei freigegeben. Oh Gott, die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wurden. Sehet die Assassinen, Kinder zweier Welten. Das kann ich noch. Wie zoome ich nochmal heran? Nein, so hole ich das Ganze hier rüber. Will ich aber nicht. Ich möchte das herangezoomt haben. War das damit? Nein. Wie war das nochmal? Ach, damit, genau. So, dann lass uns mal gucken. Die Nähe besucht von Zeus. Das könnte schon mal was sein. Nächstes Bild. Die drei Grazien. Nein, die kriegen keinen Besuch von irgendeinem Gott oder so. Venus von Urbino. Da bin ich mir nicht mehr sicher, wer war Venus von Urbino. Aber hier, Jupiter und Io. Her damit. Auch irgendeine Gottheit mit einem Menschen. Madame X wird es wohl nicht sein. Leder und der Schwan. Könnte das was sein? Ich meine ja. Also es geht quasi immer darum, dass eine Gottheit mit dem Menschen, und das ist ja letzten Endes das, woraus die Assassinen, warum die Assassinen diese Gabe haben, Dinge zu sehen, die gar nicht da sind und so. Heutzutage nennt man das Ganze, glaube ich, Schizophrenie oder so. So, Amor und Psyche. Ich glaube, das war auch was. Hero und Leander. Kleopatra und Caesar. Nein, der Raub der Europa. Irgendetwas ist falsch. Hero und Leander oder Amor und Psyche? Ich glaube eher Amor und Psyche. Und das ist schon falsch, genau. Der Raub der Europa ist nämlich richtig. Okay, dann haben wir's. Tada! Passcode gefunden. Datei freigegeben. Wie viele haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Oh, viele fehlen nicht mehr, aber jetzt wird es richtig schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich zumindest. Ja, aber das Ganze dann am Stück zum Ende hin. Und jetzt möchte ich bitte den Aussichtsturm noch haben. Ja, das... gibt es hier noch mehr oder war sie das? Die Glyphe. Hoch da, Ezio. Muss ich bis da ganz oben hin? Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, da. Der Geier steht genau an der richtigen Stelle. Super. Und wir werden dich da jetzt mal verjagen, weil das ist eigentlich unser Platz. Und ich glaube, eins der höchsten Gebäude von Venedig haben wir gerade erklimmen. Vor allen Dingen erklimmen. Okay, wo ist der... Springst du da auch richtig rein, Ezio? Super. Boah, ich kriege Höhenangst, glaube ich. Hi.
Und das ist nur ein Computerspiel, nicht wahr? Super, und dann wollte ich mich jetzt, hallo mein Freund, noch um, halt, hier ist noch eine Glyphe. Okay, die hätte ich ja auch fast vergessen. Wer ist denn da überall? Was habt ihr denn? Ganz ruhig, Leute. Ich habe hier mehr zu tun, als ihr denkt. Gut, sehen die mich noch? Nein, dann kann ich nämlich hier abmoderieren. Ja, ich würde sagen, das sind ja jetzt schon wieder, ist ja schon wieder ein bisschen ungefähr eine Viertelstunde. Das heißt, viel länger möchte ich meine Videos ja auch nicht machen. Das kennt ihr ja. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war ja nicht viel Action drin oder so in diesem Video. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt sauber und gesund. Und bis demnächst dann in diesem Theater, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.